Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Die Goodiebox ist da, noch im Monat Juni. Und vielleicht habt ihr das letzte Unboxing gesehen. Wenn nicht, dann schaut mal gerne noch rein. Und da habe ich ja gesagt, dass ich die Box noch nicht da habe. Ja, mittags kam sie dann. Aber da war ich schon fertig mit Drehen, weil ich ja immer Drehtage habe. Weil ich mich eben so organisiere. Genau. Deswegen kann ich nicht immer sofort drehen, wenn hier die Post klingelt. Genau, weil ich eben auch noch mehr zu tun habe. Die Goodiebox. Vom Design her hätte ich diese Box schon da. Macht aber nichts. Rosa gefällt mir sehr gut. Gucken wir mal rein. Eventuell bin ich dann noch im Monat, dass der QR-Code eventuell mal geht. Das hatte ich ja, glaube ich, schon lange nicht mehr. Probieren wir es aus. Da muss ich mich ja erst wieder einloggen. Wäre auch mal schön, wenn ich mal eine Box hätte, wo ich dann wirklich mal den QR-Code nutzen könnte. Schauen wir mal. Login, bitte. Das dauert schon so lange, ich habe schon Angst. Dum, 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 dum. Okay, eventuell ist das die Box. The Beauty Glow Delights Box. Auf dem Bild sieht die jetzt anders aus, aber oh, die sieht schon wieder so aus. Leute, die ist schon wieder ganz zerrissen. Steht jetzt nichts. Ich klicke jetzt einfach mal drauf, dann gucken wir mal, ob es passt. Oh, die Seite ist schon langsam, ne? Hopp. Ich schreibe einfach mal weiter auf. Entdecke alle Produkte. Muss ich jetzt schon wieder draufklicken? Ja, das ist ja irgendwie doof. Ich sehe aber schon was und mir gefällt auch schon was. Okay, ich hab's. Juhu! Erstes Produkt ist ein Shampoo. Und ich habe hier irgendwie ein Haar hängen. Ein Shampoo von Sens. Ja. Ich kenne die Marke nicht. Aber Shampoo finde ich gut. 75 Milliliter. Für alle Haartypen geeignet. Mit Avocadoöl und Coconut Water. Finde ich interessant auf jeden Fall. Steht da auch ein Preis dabei. 16 Euro. Travel Size. Das ist auf jeden Fall teuer. Ist vegan. Und 98% natürliche Inhaltsstoffe. Ich finde das Produkt gut. Also da freue ich mich schon mal drüber. Ich lasse es jetzt mal auch noch zu, weil ich nicht möchte, dass es kippt. Weil ich aktuell auch noch 2 geöffnete Flaschen in der Dusche habe. 3. Ich habe sogar 3. Oh Gott. Aber finde ich gut. Nächstes Produkt ist ein Produkt von Avon. Ist ja auch häufiger in der Box. Ist aber eine sehr, sehr, sehr teure Marke. Und ich habe mir jetzt auch ein paar Sachen zurechtgelegt, weil ich auch was aus dem Trash-Paket raus habe, was ich gerne ausprobieren wollte. Und dann dachte ich, könnte ich einfach mal so ein komplett Avon-Pflege, ne, Avon-Pflege-Routine machen für mich selbst jetzt so, um das alles einfach komplett mal zu testen. Das ist ein Full-Size-Produkt, 30 Milliliter Refining Serum Konzentrat. 82 Euro, da fragt man sich auch immer, ne? Wie geht das? Was ist denn da drin, dass das 82 Euro? Weiß ich nicht. Ein Gesichtsserum. Das Vino Concentrate Refining Serum kombiniert Niacinamid und Tripeptide, um der Haut mehrere Vorteile zu bieten. Welche? Niacinamid hilft, das Erscheinungsbild verschiedener Hautprobleme wie vergrößerte Poren, ungleichmäßige Hautfarbe, feine Linien, Mattigkeit und geschwächte Haut zu verbessern. Okay, das wäre doch mal was, wenn das helfen würde, weil ich hätte irgendwie alles, ich könnte mit allem dienen hier. Tripeptide regen die Produktion von Kollagen und Elastin an und sorgen so für eine straffere und glattere Haut mit weniger feinen Linien und Fältchen. Trage das Serum morgens und abends nach der Reinigung auf. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, finde ich auch ein tolles Produkt und das Telefon der Nachbarin klingelt. Also das finde ich toll, gefällt mir sehr gut. Klicke ich mal aufs nächste drauf. Da haben wir jetzt eine Mascara von Gosh. Ich finde die Marke gut, ich habe ein paar Produkte da. Ich glaube, es war jetzt noch nie irgendwas dabei, was ich jetzt nicht so gut finde, meine ich.
ist jetzt nicht so eine teure Marke. Okay, 16 Euro ist schon viel für eine Mascara. Eine wasserfeste Mascara, also ein schönes Sommerprodukt. Ja, ich habe jetzt auch geplant, so ein Video zu machen mit Summer Must-Haves. Ich habe auch schon was zusammengepackt. Und aber irgendwie, ich wollte 10 Summer Must-Haves machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 12 oder 13 und kann irgendwie keins davon wieder rausnehmen. Ja, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob das auch ginge, wenn das so eine ungerade Zahl wäre, so 12 Beauty Summer Must-Haves. Ja, und da gehört auf jeden Fall definitiv eine wasserfeste Mascara mit dazu. Finde ich schön, dass das dabei ist. Das passt. Gosh Copenhagen Waterproof Volume Mascara. 10 Milliliter. Ohne Abblättern, ohne Verklumpen. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe jetzt nicht so viel wasserfeste Mascaras. Ich finde es cool. Nächstes Produkt habe ich schon gesehen und da freue ich mich drüber. Ich weiß nur noch nicht genau, wann ich es benutze und ja, weil, ich zeige es euch mal, das ist das. Ich finde das cool, ich hatte das aber schon mal irgendwie in der Box oder im Kalender und ich glaube, ich habe das aber weitergegeben, weil das macht schon eine Riesenschweinerei. Das ist ein Kaffeepeeling, ich mag das gerne, ich mag Kaffee unheimlich gerne und ich weiß, dass das auch super gut peelt und danach noch so schön pflegt, aber es macht halt unheimlichen Dreck in der Dusche, ne? Weil das hängt überall. Ja, deswegen ist das ganz gut, wenn man das in der Badewanne auch benutzt und wenn man ein Peeling benutzt, ist das auch gut, weil dann halt eben diese alten Hautschüppchen von der Haut gelöst werden und dann kann die Haut auch besser bräunen, weil dann die neue Haut bräunt und nicht diese alten Hautschüppchen und dann sieht dann nachher fleckig aus. Ja, also ist schon cool, aber ja, deswegen vielleicht in der Badewanne benutzen. Ich weiß noch nicht genau, also Badewanne dann halt eher vielleicht wieder gegen Herbst. Ja, mal gucken. Wobei es heute jetzt nicht ganz so warm, ist 25 Grad, okay. 9 Euro kostet das, ist mit Süßmandelöl, Macadamiaöl und da war doch noch was gestanden. 5 Minuten soll es einwirken und dann halt abwaschen. Ja, ich weiß noch nicht. Aber ich finde es cool. Mir gefällt es schon. Und das nächste Produkt ist auch sehr cool von... Warte, wie heißt das? Evoluderm. Ich wollte jetzt nichts Falsches hier aussprechen. Evoluderm. Da war auch schon mal, ich glaube, ein Fußpeeling drin. Das habe ich aber nicht benutzt. Weiß ich nicht, habe ich irgendwie keine Verwendung gehabt bisher. Ja, ein Micellenwasser, 250 Milliliter sind da drin. Ich finde das cool, ich benutze regelmäßig Micellenwasser, mag ich sehr, sehr gerne und da teste ich mich auch gerne durch und das kenne ich jetzt noch nicht von Evoluderm, ist aus Frankreich, Paris. Ja, kann man wohl auch Make-up mit abnehmen, aber finde ich meistens funktioniert nicht so gut und ist dann auch nicht so gründlich. Ja, aber so für hinterher nochmal oder für morgens auch. Ich finde das sehr cool, freue mich. 93% natürliche Inhaltsstoffe, also das ist auch ein cooles Produkt. Kostet 4 Euro, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr, sehr cool. Und ich weiß auch gar nicht, wo man das kaufen kann, ehrlich gesagt. Ich glaube, so im Geschäft habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, mir gefällt es, es ist auch schön rosa. Und genau, ich muss gerade mal hier als öfter mal ein bisschen gucken, weil ich hatte ein Problem mit der Speicherkarte. Irgendwie dachte ich, die Speicherkarte wäre kaputt, habe ich eine neue reingemacht, aber die hatte dann das gleiche Problem. Also, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es eher an etwas vor der Kamera. Genau, oftmals, ne, ist das so bei dem Problem. Ja, doch, finde ich cool. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Box für einen Wert hat, aber alleine das Produkt hat halt schon einen hohen Wert, wobei ich dann immer sagen muss, muss das sein? Muss ein Serum für 82 Euro drin sein? Wäre es nicht besser gewesen, einfach 3 Lidschattenpaletten reinzumachen? Ja, aber ist halt nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es ja cool, wenn man das mal austesten kann. Ein Serum kann man auch gut gebrauchen. Ich finde das schön. Ja, aber ich glaube eher nicht, dass das ein Produkt ist, was man sich jetzt so... Also keine Ahnung, aber was man sich jetzt so kauft für 82 Euro. Oh, ja, komm, hier... Mache ich gleich noch die Gesichtscreme mit dazu und das Peeling.
Weiß ich nicht. Aber ist cool, dass es in der Box ist, weil dann kann man auch mal ein teures Produkt ausprobieren. Das war's. Das war jetzt die zweite Goodiebox von meinem 6-Monats-Abo, was ich mir gekauft habe. Genau, das heißt, noch 4 weitere Boxen sehen wir und ich hoffe, dass die dann vielleicht eventuell ein bisschen zeitiger kommen. Das wäre schön. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.